Hallo ihr Kauten da draußen und willkommen zurück zu Harveys Neue Augen. Wir nehmen jetzt hier die Medizin und schlucken sie mal, wenn es geht. Geht das irgendwie? Kann man die nehmen? Nein, geht nicht. Okay, dann gehen wir erstmal wieder woanders hin und gucken mal, ob wir irgendwas Besonderes machen können. Ja, nicht. Die Satteltasche, da kann man mal rangehen. Kann man das Ding da reinpacken, das Taschentuch, das ist eklig. Lilly war sich sicher, dass das keinen guten Proviant abgeben würde. Okay, dann gehen wir eben woanders hin, Mann. Wir gehen zwar in den Indianerfriedhof. What the fuck sind das hier für Leute? Als Lilly in die Flammen starrte, wurde ihr plötzlich ganz duselig. Hey! Na, Lilly, hat dir der kleine Ausflug Spaß gemacht? Aha. What the fuck? Huch! Bist du das Kleine? Sag mal, was hast du denn im Limbus verloren? Du bist doch nicht etwa... Hey! No. Mano. Du sollst nicht lieben. Ja, ich hab's verstanden. Jetzt verschwinde wieder. Oh, Mano. Dann reden wir eben nochmal da. Ja, bla bla. Huch, ja, okay. Sag mal, ist okay. Hey! Nein. In dem Fall muss ich dich leider bitten, aus der Leitung zu gehen. Ich habe hier noch einige Seancen abzuwickeln. Oh Mann. Dann eben nicht. Hör mal, konnte man hier nicht eben gerade noch. Ja, bla bla bla. Kann man nicht irgendwie. Hey! Ja, bla bla. Kann hier die Verbote machen. Wir brauchen nämlich das hier bestimmt gleich. Nein, nein. In dem Fall. Ja, ist okay. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Hier ist anscheinend nichts. Kann man hier noch irgendwas machen? Nö. Dann gehen wir ins Westerndorf. Wir gehen mal hier zum Sheriff. Mal sehen, ob wir da irgendwas finden. Die Tür war fest verschlossen. Schade. Aber trotzdem muss ich das nicht irgendwie schlucken können. Egal. Wir gehen jetzt wieder mal in den Saloon. Vielleicht kann man das, kann man die Medizin da jetzt kühle Dinge reinstellen. So, geht das vielleicht? Ja, es funktioniert. Sag mal, spinnst du denn? Bei dieser Kälte kann man sich schnell eine Erkältung einhandeln. Was nicht heißt, dass ich krank wäre. Und dieses alkoholische Teufelszeug brauche ich erst recht nicht. Ja, ja. Taschentuch. Oh, danke. Ja, was ist das? Schnell, die Medizin. So. Endlich. Lecker. So schön, so schön. Der Flaschengeist hatte seine eigene Regel gebrochen. Offenbar war es in gewissen Situationen durchaus mal erlaubt, sich einen Schluck zu genehmigen. Ah. Was tust du denn da? Och nö! Bis auf eine Hase.
Und jetzt müssten wir noch theoretisch. Und jetzt darf man es doch bestimmt nehmen. Nice. Was ist? Stimmt irgendetwas mit deinem Drink nicht? Was hast du denn? Der schmeckt doch bestens. Und dieses Brodeln in der Lunge. Wagga, wagga, wagga! What the fuck? Ah, genau. Jetzt kann man. Zack. Ja, Haus kaputt. So. Und jetzt kann man nämlich mit diesen Münzen und eine schöne Forelle holen oder eine Flunderfilet. Genau. Zack. Die nehmen wir mit. Geht das jetzt überhaupt? Ach stimmt, warte mal. Kugelfisch muss ich ja machen. Dann machen wir das so. Am dritten Tag erschuf Gott den Kugelfisch. Und niemand war da, um ihn zu loben. Jo. Okay, mal gucken. Können wir es jetzt machen? Da. Wagga! Wagga, wagga, wagga! Nehmen, William. Kann ich das... Betäubungsgift Sunny Cup. Mach den Tag zur Nacht. Jo. Das kann doch bestimmt den Typen geben. Wagga! Ah, jetzt weiß ich's. Der Barmann schlief scheinbar seinen Rausch aus. Lilly behielt die Idee im Hinterkopf. Der Barmann schlief Lilly... Fick dich, man darf das doch irgendwie... Dann nicht. Der ist jetzt erstmal K.O. Ja. Was müssen wir jetzt machen? Das ist eine gute Frage. Wir gehen jetzt mal wieder dahin. Reden mal wieder mit der Miranja. Warte, ich habe hier noch einige Seancen abzuwickeln. Wer will denn als erstes an die Reihe? Max Mixo? Bla bla. Dann eben nicht. Lilly lauschte ob... Du weißt, was du zu tun hast, Lilly. Alles muss brennen. Alles. Aber da waren keine. Zumindest keine, die sie noch nicht kannte. What the fuck? Okay. Das war jetzt krank. Was wollen wir denn jetzt machen? Ah, wir sind ja jetzt betrunken, oder nicht? Dann gehen wir jetzt mal ins Polizeirevier. Und machen den Alkoholtest. Mal sehen. Was passiert? Yo. Was ist denn das? Du bist ja voll wie eine Haubitze. Los, ab in die Ausnüchterungszelle mit dir. Ich hoffe, das ist dir eine Lehre. In deinem Alter schon zur Flasche greifen. Und da war sie nun endlich, die Karte. Lilly war gespannt. Ein Hamster. Das war also das Geheimnis hinter der flüchtenden Karte gewesen. Vielleicht hatte Lilly endlich einen neuen Freund gefunden. Vielleicht war aber auch alles wie immer. So, jetzt gucken wir uns die Karte an. Und da war sie nun endlich, die Karte. Edna versteckte sich also in dieser Höhle am Moorsee. Aber... Moment mal, das wusste Lilly doch schon. Genau genommen war diese Karte sogar ziemlich nutzlos. Besonders, wenn Lilly bedachte, was sie alles angestellt hatte, um sie in die Finger zu bekommen. Oh mein Gott, das ist doch Kacke. Ich möchte wieder raus. Was ist? Hast du schon genug von der gesiebten Luft? Das hättest du dir überlegen können, bevor du zur Flasche gegriffen hast. Ach, herrje. Jetzt mach mal nicht so traurige Geräusche.
Durch genau so ein Verhalten habe ich damals auch Edmund den Schlitzer auf freien Fuß gesetzt. Und du kannst dir nicht vorstellen, was mir das für einen Ärger eingehandelt hat. Es hat Wochen gedauert, bis die Eltern der kleinen Melanie wieder mit mir gesprochen haben. Ach, ich habe einfach ein zu gutes Herz. Ich lasse dich laufen. Aber du musst mir versprechen, nie wieder Unsinn anzustellen. Kannst du das? Eigentlich müsste ich ja machen, aber ich wette, da kommt wieder der Hamster. Der Hamster. Der Hase. Au. Du sollst nicht lügen. Manu. Tja, dann kann ich dich auch leider nicht freilassen. Man kann mir einiges nachsagen, aber nicht, dass ich nicht aus meinen Fehlern lerne. Aber der Dings, der Hase, ist das Ding? Oh, das Waldneid, ja, darf ich das noch? Na, aha. Ja, okay. Nein, wir nicht wieder nie sehen, das ist gruselig. Nee, will ich nicht, nein, will ich nicht. Was ist denn diese Musik, die am Ende, what the fuck? Reden. Na, Lilly, willst du etwa raus? Aha. Das dachte ich mir. Aber du säßest wohl kaum da drinnen, wenn du wüsstest, wie man sich anständig beträgt. Oder? Kein Wort. Du wolltest mir doch nicht etwa widersprechen, oder doch? Aha. Nun, dagegen ist nichts einzuwenden. Widersprechen ist super. Manchmal widerspreche ich schon zum Frühstück 3 Scheiben Toast. Lecker Toast. Aber das wäre gelogen. Und wir wissen doch beide. Du sollst nicht lügen. Lügen sind böse. Was? Natürlich sind Lügen böse. Warte, ich zeig's dir hier an der Tafel. Schau dir die Tafel gut an. Sie zeigt einige der Grundfesten unseres Rechtssystems. Zum Beispiel, dass Lügen böse sind. Wie? Nein. Natürlich sind Lügen böse. Es lässt sich leicht aus den 4 obersten Grundfesten ableiten. Gott ist gut und wahrhaftig. Der Teufel jedoch ist böse, mit viel Weisheit. Gott ist die Wahrheit, denn auch er ist voll der Weisheit. Der Teufel aber lügt mit all seiner Bosheit. Und darum sind Lügen immer böse. Die logische Kette, die einen dahin führt, kannst selbst du knüpfen. Es sind nur 3 kleine Schritte bis zum Ergebnis. Versuch es doch ruhig selbst. Okay, wir versuchen es mal. Wenn wir es nicht hinkriegen, dann skippen wir. Ja, das ist logisch. Ja. Ja, das ist logisch. Und jetzt? Na also, Lügen sind... Was? Lügen sind gut? Aber das kann doch nicht sein. Ja, doch. Es scheint alles zu stimmen. Das ist doch... Jo! Offenbar hatte sich Justitia geirrt. Wie es aussah, waren Lügen gar nicht so übel. Lilly hatte eine weitere Blockade gelöst. Bring dich einfach um! Lüge gleich gut, aber bring dich einfach um. So, bevor wir jetzt gleich den Polizisten anlügen, würde ich mal sagen, verabschieden wir uns hier erstmal. Das war jetzt eine tolle Folge wieder, ne? Fand ich jetzt auf jeden Fall. Wir haben viel geschafft und mal sehen, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Das seht ihr dann. Also, bis dahin und ciao.